Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days of the Week. Wir gehen jetzt los und werden mal schauen, was die Nachbarn machen. Ob sie was haben für mich, ne? Für uns hier, für ein bisschen Existenz. Wir haben Tag 26. Wir haben noch 2 Tage Zeit. Dann kommt der Blutmond. Bis jetzt sind wir gut gerüstet. Die B steht soweit. Denke ich mal, ne? Eine gute Basis gebaut haben wir jetzt. Wo wir uns auch Decke verziehen können. Und von Decke aus haben wir noch einen Schutz von oben gegen Geier. Ich habe Hunger, aber geht dann los. Wir fahren rüber mal essen. Hungrig. Schauen wir mal ein paar Beeren. Ich habe doch gerade 2 Dosen gegessen. Kann doch nicht sein, dass ich Hunger habe. Hier suchen wir die Beeren, die ein bisschen Energie bringen. Also nicht viel, aber ein bisschen. Hier wachsen so einige hier hin und wieder. Fahren wir hier so rein in die Wildnis. Hier ist garantiert was. Vogelnest, ja, alles gut. Da ist die Baumwolle und anderes Volk. Schauen wir hier. Also viel Eisenvorkommen haben wir hier. Mitnehmen, ne? Nee, wachsen keine Beeren. Schon wieder ein Nest. Gut, da können wir später was kochen, ne? Oder auch roh essen zur Not. Fahren wir weiter. Auch die Fahrt auch leer gemacht. Nur meistens so ein. Aber ich denke schon, vorbei. Das haben wir schon geschaut. Hier auch noch ein Bär. Da hier. Hm, nehmen wir mal hier. Die Dinger nicht hier lassen können, ne? Hm, das ist dumm. Dann jetzt fahren wir nicht mehr zurück. Oh, ist das ungünstig. Das ist nicht. Bescheiden, aber so ganz vorsichtig. Aber wir haben eine Kleinigkeit gegessen, nicht viel, aber gut. Ja, da ist noch eine. Tee. Aber das können wir auch notfalls auch wieder wegwerfen. Ich habe irgendeine Fertigkeit gelernt, ich kriege jetzt mal 2.
Fahrt hin? Ach hier. Aber immer schauen, ob wir hier mal die Bären essen können, ne? Immer noch Hunger. Das war nicht der Nahrhaft. Aber besser wie nichts. Gut. Haben wir die Waffe in der Hand? Besser. Dauer. So, jetzt geht's zur Stadt. Ich glaube, wir müssen Gas geben. Die Ausdauer war nicht lange. Und zwar kommt wieder der Flugzeug mit ein bisschen Vorräten. Wir haben immer Glück. Das schafft er gerade so. So. Das ist typisch. Bin ich gerade mal außer Haus. Ah, das haben wir ja mit. Bis Medizin, Tee. Mal gleich eine Karte. Ob wir noch weit haben. Die Farm. Leute, die sind verkehrt Richtung gefahren. Aber die Farm ist da oben. So, heißt drehen. Na, wird es faul. Wir waren schon richtig. Ach, nee. Oh. Wir waren schon richtig auf dem richtigen Weg. Wir lassen mit meistens mal, wir fahren dann zur Stadt, weil da finden wir meistens auch noch was zu essen. Wir arbeiten halt von Haus zu Haus vor.
So. Hier im linken Haus waren wir schon gewesen. Das Haus, nachdem wir da mal links liegen, das erste, das sieht schlecht aus, das ist dürftig. Aber wir werden uns gleich mal das dritte Haus anwerfen. Und vielleicht können wir hier am Mischer Beton klauen, beziehungsweise mitgehen lassen. So, das Haus links. Das. Da wollte ich rein. Und hier schauen wir ein bisschen nach Zement. Bauen wir gleich ab. Brauchen nicht so mühevoll herstellen, ne? Ja, das war's, ne? Nicht viel, aber man freut sich. Das haben wir es ja schon, aber nochmal Zement. Hier gibt es einen Keller. Pflastersteine. Und viele, viele Elemente. Sorry. Junge, nicht tot zu kriegen, ne? So. Da ist ein Rucksack oder? Ja, wir oh. Hungrig. Oh, hier war nicht viel Krieg normalerweise. Essbares Zeug. Steine. Muss jetzt nicht sein, und Zeit auch nicht. Das ist nur noch was. Oh, die Überraschung. Erstmal Knochen. Oh, hab ich erschrocken. Irgendwelchen Dicksel in der Richttasche. So, gut, dann gehen wir in den Keller. Oder diese Höhle, was wir gegraben haben. Hier bringt euch. Das war ein Bär. So, schnell weg, du. Das ist nicht gut. Den Bär kriegst du nicht erledigt so schnell. Und jetzt sagen wir, wenn es ein Zombie-Bär ist, das bringt auch nicht mal Fleisch. So. Das ist Schock,
Schock für das Leben. So, schauen wir hier rein, das läuft besser klüger. Ist nicht viel, aber gut, was soll's. Ist mir zu ruhig. Die werden wir erstmal besuchen. Bin ich allein. Ich höre schon jemanden. Schatten gewesen. Bücher heißt Wissen. Klamotten. Gut, hier oben ist leider nichts. Mach den nur. Oft versteckt sich da was. Hier ist Bad. Na ja, warte, ne. Seitdem ich einmal so eine Falle gehabt habe. Ne, danke. Da ist auch Bad hinter. Dann schauen wir, wo der Flieger hingeflogen ist. Das ist, glaube ich, lohnender. Ich gehe mal so ein Fahrrad und schau mal, ob das Fahrrad leer war. Ja, das habe ich nicht leer gemacht, das hat befürchtet. Das kann ich leeren. Aber was gut sein soll. So. Ja, 4 Holz im End. Das kann ich auch leeren. Was für mir blöd ist, normalerweise, dass ich hier die kann zerlegen. So. Zerlegen wir gleich noch wieder.
sparen Platz. Das können wir anziehen, theoretisch. Ich weiß nicht genau. Die können wir essen. So. Dann schauen wir mal, wo das Flieger hingeflogen ist. So. Mit I und Karte. Oh nö. Das ist mir zu weit weg. Wohl. Wir folgen der Straße, mal sehen, wo wir hinkommen. Dann gucken wir ein bisschen die Karte noch, ne? Und dann schauen wir, wo das Ding ist und dann werden wir wahrscheinlich dann nachher die Runde beenden heute. Und ich gehe rechtzeitig ins Bett. Das Krankenhaus, da gehen wir lieber nicht rein. Viel zu voll. Wir geben mal ein bisschen Gas. Gibt es so viele Häuser zu durchsuchen hier. Auch Krankenhaus sicherlich mal irgendwann. Aber erstmal mal die leichten Häuser. Morgen ist Tag 27. Dann heißt es, er wird ernst, ne? Dann müssen wir schauen, dass wir das hinkriegen. Dass wir noch ein paar wunderschönen Fallen bauen. Tankstelle, naja. Heute schauen wir nach einer Kiste. Kann nicht mehr weit sein normalerweise. So, mal gucken, mal kurz Karte, bevor es kalt wird. Ja, sind kurz davor. Mehr oder weniger. Hunger. Bin kurz davor. Da liegt über Straße. Dann sehen wir schon. Wenn wir zurückfahren, können wir das ein bisschen gleich durchsuchen. Ist auch gelandet. Oh! Eine Aufgabe. Ersten. So. Der ist da hinten. Bin mutig, ne? Jetzt aber weg hier. Immerhin haben wir genug gefunden heute. Ups, wollte ich nicht. Die Autos will ich auch nehmen und das muss ich mit anderen Typen auch erledigen. Sonst hat er mir zu nah.
Gut. Erledigt. Hier ist ein Baumstumpf. Könnte Honig drin sein. Aber keiner. Drei Federn. Gut, die Autos zerlegen. Beziehungsweise mal durchsuchen. Ja, und E, genau. Blei. Zum Weißen. Sollen wir ganz kurz die Zange raussuchen. Demontieren wir gleich. Gibt noch einige Ressourcen und ein bisschen Benzin. Dann können wir mal in der großen Erdbohrer arbeiten. Kalt. Ja, ich bin voll. Dose Nudeln. So, natürlich. Weil den Tee unterwegs noch gesammelt. Vor der Haustür. Federnöl, ja, passt. So, ich sammle noch mehr, kein Platz dafür. Oh, ist das blöd. Muss ich mal schauen, was ich da entsprechend hier verstauen kann. So, was können wir noch verstauen? Können wir wieder zerlegen. Schuhe haben wir eigentlich. Federn, Fasern, weghauen. Gewehr nicht. Dose Erbsen mal essen. Die leeren Dosen haben wir weg. Das können wir leeren. Die Dinger sind weg, oder? Gut, das ist egal. Muni, ja, na gut. Da hat ein Honig. Pokal ist immer wichtig für Bronze. Okay, zerlegen können wir dann nicht mehr, oder im Benzin können wir rausgehen, ne? Nein, ich sage, ich schmeiße ihn nur weg. Lassen wir sein, wir fahren zurück. Ich sage immer Tschüss und ich winke. Nee. Es geht später weiter. Tschüss und danke fürs Einschauen.